liebes Publikum. Wir wollten unser kleines Stück eigentlich auf dem Wandsbeker Stadtteilsommerfest aufführen, aber unser Auftritt ist leider kurzfristig von Parteien, von Vertretern von Parteien abgesagt worden, die Vattenfall nahestehen. Deshalb führen wir jetzt hier für euch auf das Märchen vom Raub der Energienetze. Bin ich hier richtig? Hier geht's doch heute um die Räuber. Ich bin nämlich ein moderner Räuber. Also nicht mehr so wie früher, aber halt mit dem Geld dabei. Ich habe euch was mitgebracht. Das Märchen von dem Nutzen der Privatisierung. Das ist eine feine Sache. Wir versorgen eure Wohnung mit Energie, mit Strom, mit Gas und vor allen Dingen mit Fernwärme. Und ihr müsst sie einfach bezahlen. Nee. Jetzt ist hier aber mal Schluss mit Lügenmärchen. Ich erzähle euch, wie es wirklich war und ist. Die wahre Geschichte von den Hamburger Energienetzen. Es war einmal vor 15 Jahren, da gehörte die Hamburger Energieversorgung mit den Leitungsnetzen allen Hamburger Bürgerinnen und Bürgern, euch allen. Das sind wir. Uns gehört das Netz. Der Stadt Hamburg gehörten die Hamburger Elektrizitätswerke, die HEW, und die Gaswerke Heimgas. Beide machten gute Gewinne. Die stärkten den Hamburger Haushalt. Doch wo so viel Geld ist, sind die Räuber nicht weit. Aber sie lauerten nicht mehr hinter Büschen und Bäumen. Sie kamen in schicken Anzügen, mit verlockenden Angeboten daher. Sie hießen auch nicht Karl Mohr, wie Schillers Räuber oder Hotzenplotz, sondern Vattenfall und E.ON Hanse. Wie schön wäre es, wenn wir die Gewinne machen könnten. Das wäre gut für unsere Aktionäre. Gebt uns das Netz und nicht nur das. Das ist gut für eure Haushaltslöcher. Die werden kurzfristig gestoppt. Langfristig bringt es natürlich nichts. Das fiel auf fruchtbaren Boden, denn Geld war mal wieder knapp. So kam es zur Enteignung der Bürger. Der Hamburger Senat verkaufte Stück für Stück die HEW und Heimgas an die Räuber. Kurzfristige Folge? Geld in der Haushaltskasse. Langfristig? Vattenfall und E.ON Hanse stecken sich die Gewinne in die Taschen. Allein aus den Energienetzen um die 100 Millionen Euro jedes Jahr. Privatisierung, das kommt von dem lateinischen privare. Weiß jemand, was das heißt? Das heißt berauben. Richtig, berauben. Aber das geht doch nicht, wir wurden nicht gefragt. Wir müssen protestieren, demonstrieren. Das bringt doch nichts. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Die da oben machen ja doch, was sie wollen. Da kann man eh nichts machen. Man kann nichts machen? Habt ihr das denn schon vergessen? Ihr habt es doch geschafft. Ihr habt klargemacht, dass die Atomkraft nur Gewinne für wenige bringt und Gefahren für alle. Wir sind mittendrin in der Energiewende. Unsere Atomkraftwerke, wo wir mit richtig Geld gemacht haben, das ist doch nicht in Ordnung, dass ihr uns die jetzt schließt. Über 20% unseres Stroms werden jetzt schon von Wind und Sonne gemacht. Euch habe das nicht zu verdanken. Wir wollen eine dezentrale Energieversorgung und bezahlbare Energie für alle. Und was ist mit den Netzen? Wir haben noch die Netze. Damit machen wir sichere Gewinne. Das ist gut wieder für die Aktionäre. Wir leiten euch die Energie nach Hause. Ihr müsst sie abnehmen. Und ihr müsst sie bezahlen. Das ist gut für uns. Moment mal, das kann doch nicht das Ende der Geschichte sein. Zu einem Sommermärchen gehört ein Happy End. Also müssen auch die Energienetze wieder in die Hände der Hamburger Bürgerinnen und Bürger kommen. Dann können wir den Ausbau und die Nutzung der Netze demokratisch gestalten. Und die Gewinne machen wieder wir alle und nicht nur ein paar fette Räuber. Was brauchen wir noch in unserem Märchen? Ein Prinz! Oh ja, ein Märchenprinz, der endlich den Räubern Einhalt gebietet und die Energienetze zurückerobert, für uns alle. Aber manchmal reicht einer alleine nicht aus. Ich glaube, wir brauchen viele tapfere Prinzessinnen und Prinzen, die mithelfen. Wir machen das! Wir das Netz! Über 100.000 Menschen haben für den Rückkauf der Energienetze unterschrieben. Deswegen gibt es am 22. September, am Tag der Bundestagswahl, einen Volksentscheid. Gemeinsam können wir den Räubern das Netz entreißen. Ganz demokratisch.
Ein breites Bündnis hat sich gebildet. Umweltverbände, Gewerkschafter, die beiden Mieterverbände Hamburgs, die Kirche und die Verbraucherzentrale sind dabei. Weil es sich lohnt.